Ich wollte mit euch über die Weisheit der Umrah reden. Die Weisheit der Umrah, die Weisheit der kleinen Pilgerfahrt. Und die Weisheit der kleinen Pilgerfahrt ist eigentlich auch die Weisheit der Hadsch, weil sie ja die kleine Hadsch ist in dem Sinne. Ja, und wir wissen alle, wir haben alle gelernt, die Umrah, ein Ziel davon ist die Sündenvergebung. Al-Umratu ila-Umrati kaffaratun lima baynahuma. Die Umrah zu Umrah ist eine Tilgung der Sünden, was zwischen beiden ist. Könnt ihr das gebrauchen? Ich glaube, wir können es alle gebrauchen. Ja. Dann die zweite Sache ist, der Iman steigt. Denn der Iman steigt mit guten Taten. Das heißt, wenn ich hier in die Tankstelle des Imans reingehe, inshallah komme ich nach Hause und das hilft mir dabei, mich besser von schlechten Taten abzuwenden. Von schlechten Taten fernzubleiben. Gute Taten mehr durchzuführen. Die dritte Sache ist, die Umrah ist auch einmal im Leben eine Pflicht. Nicht nach Meinung aller Gelehrten, aber meiner Meinung nach die stärkste Meinung, und da habe ich gestern gesagt, Aisha radiallahu anha, und ich wiederhole das nochmal, dass das wirklich bei uns bleibt. Sie fragte den Propheten, ob die Frauen Dschihad machen müssen. Er sagte, ja, sie müssen einen Dschihad machen. Die Hadsch und die Umrah. Das heißt, die Umrah müssen die machen, ist also eine Pflicht. So. Dann ist es ein wunderbarer Ort, um Dua zu machen. Diese heiligen Orte hier, und besonders wenn man es mit besonderen Zeiten mischt, ist ein besonderer Ort, um Dua zu machen. Insbesondere in Safa und Marwa, im Ihram-Zustand auch, nach der Talbiya. Es sind alles wunderbare Orte und wunderbare Zeiten, um Dua zu machen. Und die Dua kann dein Leben verändern. Denkt daran, liebe Geschwister, wir dürfen die Dua niemals unterschätzen. Das haben wir alles gewusst. Oder darüber haben wir schon gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man, oder das wissen wir im Allgemeinen, dass man Ikhlas haben muss. Reine Absicht für Allah. Dass ich nicht hingekommen bin als Tourist. Dass ich nicht hingekommen bin, um anzugeben. Oh, ich bin auf die Pilgerfahrt gefahren. Ich bin ein Heiliger. Ich bin ein toller Mensch. Dass ich hier hingekommen bin, um Allah zu dienen. Allah sagt im Koran, Surah 98, Vers 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ دِينَ. Und ist nichts anderes befohlen, als Allah in aufrichtiger Absicht anzubeten. Und der Prophet a.s. sagt, dass Allah in einem heiligen Hadith sagt, أَنَّ أَغْنَى شُرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِي مَعِ غَيْرِ تَرَكْتُ وَشِرْكَهُ. Ich bin reich darüber, reich erhaben darüber, sagt Allah, einen Partner mit mir in der Ibadah zu haben. So, wenn also jemand eine Ibadah macht und gesellt mir dabei jemand bei, das heißt, er macht Schirkul Asrar, kleinen Schirk, Augendienerei, jemand sieht ihn beim Gebet und er fängt an, oh, jetzt muss ich das Gebet verlängern, damit die sagen, er ist aber ein ganz toller Mensch, ja, dann lasse ich ihn und seine Tat, das heißt, die Tat ist verloren gegangen. Es ist ganz wichtig, diesen Fokus, diese Konzentration zu behalten. Das ist das A und O. Ja? Ich kann auch sagen, boah, super, ihr seid mit uns gereist, Pech gehabt, schön. Ja, freut mich. Könnt ihr mir noch ein bisschen Geld spenden? So, nein. Sondern es geht darum, es geht tatsächlich darum, dass ihr das hier verinnerlicht in diesen Tagen. Jetzt geht es aber noch um eine andere Sache, die jede Ibadah betrifft. Und dessen sind sich wenige Leute bewusst. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Das heißt, ich bin nur dazu entsandt worden, um die vollständigsten Charaktereigenschaften oder die edlen Charaktereigenschaften zu vervollständigen. Dieses innama heißt nur. Das heißt, das ist eine Betonung. Das ist eigentlich die Essenz, warum wir beten. Das ist die Essenz, warum wir fasten. Das ist die Essenz, warum wir Zakat geben. Und das ist auch die Essenz, warum wir hier die Umrah verrichten. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ich bin nur entsandt worden, um die edlen Charaktereigenschaften zu vervollständigen. Und das möchte ich heute nochmal hier betonen, denn wenn wir etwas richtig verstanden haben, können wir es auch besser praktizieren und in die Tat umsetzen.
erstmal der wichtigste Achlag, das wichtigste Benehmen, der wichtigste Charakter ist welcher Charakter, welches Benehmen? Das Benehmen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann natürlich der Tawhid, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbete, dass ich ihn alleine als meinen Lenker, Herrscher, Versorger sehe und akzeptiere und so handle und dass ich seine edlen Namen und Eigenschaften akzeptiere und danach handle. Das ist der Tawhid. Das ist der wahre Monotheismus. Und das ist etwas, was wir hier alleine schon dadurch, dass wir hingekommen für die Pflichtversorgung, was wir dadurch machen. Was sagen wir bei der Talbiya? Bei der Talbiya, wenn wir nach Mekka fahren beispielsweise, wenn wir beim Miqat anfangen mit der Talbiya, die Frauen sagen die Talbiya leise, die Männer sagen die Talbiya laut. Labbaik Allahumma labbaik. Dir zu Diensten, oh Allah, dir zu Diensten. Du denkst daran, dass Ibrahim a.s. die Menschen zur Hajj gerufen hat. Du sagst labbaik. Allah, du hast mich gerufen. Dir zu Diensten, oh Allah, dir zu Diensten. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Labbaik, dir zu Diensten. Du hast keinen Partner, dir zu Diensten. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wahrlich, die alle Lobpreisung mit Liebe und Verehrung und die Gnadengabe und die Herrschaft gebühren dir, gehört dir. Du hast keinen Partner. Schau mal an, was dieses Wort beinhaltet. Und ich möchte von euch, wenn ihr die Talbiya sagt, dass ihr daran denkt, dass diese Talbiya der pure Tawhid ist. Wirklich, ihr müsst darüber denken. Ihr müsst denken, Allah hat mich gerufen und ich bin da. Labbaik Allahumma labbaik. Ich bin auf diesen Wegen hier, wo Muhammad al-Fatih gegangen ist, wo Salahuddin Ayyubi, wo all diese Helden des Islam, wo sie ihre Pilgerfahrt gemacht haben, hier auf diesen Wegen bin ich. Labbaik Allah sharika laka labbaik. Dieses Gefühl müsst ihr dabei haben. Ja? Das erstmal dazu zu diesem Akhlaq mit Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es den Akhlaq gegenüber den Menschen, den wir hier auch lernen. Und dieser Akhlaq ist auch verbunden mit dem Akhlaq gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel der Prophet, eine Sache, die wir hier sehen, ein gutes Benehmen, und das verbindet Allah mit Dankbarkeit ihm gegenüber. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Wer den Menschen nicht dankt, dankt Allah nicht. Hier ist ein Ort, wo du oft dankbar sein kannst. Wo du oft dankbar sein kannst. Warum? Weil es gibt immer wieder Situationen, wo dir jemand hilft. Wie oft haben wir jetzt schon in dieser Zeit Danke gesagt? Und wir können auf diesen Reisen gute Taten machen. Leute, ich will euch was erzählen, als wir hingereist sind. Subhanallah, ich steige in den Zug ein mit den Brüdern, die aus meiner Ortschaft kommen und ihren Familienangehörigen. Das erste, was passiert ist, ich steige in den Waggon ein, er ist eine Deutsche. Sie sagt, sind Sie nicht der Pierre Vogel? Ja, ich habe mal eine Frage an Sie. Und dann ging es direkt los mit Dawa. Das heißt, du hast direkt auf dem Weg schon Dawa. Dann noch besser, dann steigen wir in Köln um. Auf einmal kommt eine alte Frau rein, die bestimmt schon über 80 ist. Ja, da kommt eine Deutsche rein, die ist bestimmt über 80 und die findet ihren Waggon nicht, ist total außer Atem. Und was hat einer von uns gesagt? Ja, kommen Sie, setzen Sie sich auf meinen Platz. Die sieht hier die Leute mit Bart, dann hier die Frauen mit Kopftuch. Hier, wo kommen die wohl her? Afghanistan, Arabien. Die wissen, die haben ja dieses Auge dafür nicht. So, und dann, ja, wollen Sie was zu essen haben? Wurde Ihnen noch was zu essen angeboten? Leute, ach, bessere Dauer gibt's gar nicht. Aber wir machen das nicht nur, um uns bei den Menschen einzuschleimen, oder wir machen das nicht, um uns bei den Menschen einzuschleimen, sondern wir machen das, weil sich das gehört, islamisch gesehen. Und wenn die Menschen dadurch recht geleitet werden, dann Alhamdulillah, dann noch besser. Was meint ihr, diese Frau, meint ihr, die wird nochmal die AfD wählen? Die sitzt da neben so Leuten, die aussehen für sie wie die Flüchtlinge. Ja, ist ja nun mal so. Ja, die sehen für die aus wie die Flüchtlinge.
wo sie andauernd irgendwelche Horrorgeschichten hört, Messerstecherei, Vergewaltigung, bla bla bla. Auf einmal wollen sie hier sitzen, hier bitte schön, haben sie was zu essen. Die ist total am Ende mit der. Und Leute, sowas wird euch vielleicht nochmal begegnen hier mit anderen Muslimen hier vor Ort. Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft. Das sind Charaktereigenschaften. Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft. Ich meine, das hat jetzt schon in Deutschland angefangen. Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft. Dann, ganz wichtig, es gibt auch Leute, die sich nicht so gut benehmen. Es gibt auch Leute, die sich nicht so gut benehmen. Ich persönlich, von meiner Mentalität, ich bin jemand, ich will immer direkt gerne attackieren. Sobald einer irgendeinen Fehler macht, will ich ihm direkt zur Rechenschaft ziehen. Und sagen, hör mal zu, Punkt, 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 Punkt. Leute, wisst ihr was? Hier ist der falsche Ort dafür. Man la yarham la yurham. Wer nicht verzeiht, dem wird nicht verziehen. Denke, das ist wieder eine Charaktereigenschaft, die du hier lernen sollst, die du hier in die Tat umsetzen sollst. Barmherzig mit den Menschen zu sein. Die sind dich am Schubsen. Ich bin einmal an der, hier, vor Jahren, war ich an den Steinen am Werfen. Es war alles leer. Alles war leer. Da kommt einer aus Afrika angerannt und rennt mich voll um. Neben, vor mir ist keiner neben mir, er rennt mich voll um. Und ich denke, hör mal, aber warum hat er mich umgerannt? Wollte der mir wehtun? Nee, das war seine, er war so aufgeregt über dieses, die Steine zu werfen. Er hat mich gar nicht gesehen. Und das ist das, was ihr denken müsst. Bei den Menschen immer versuchen, etwas Gutes zu sehen. Viele Menschen machen hier Fehler, aber da sehen wir auch etwas, was wir verbessern können. Es gibt Sachen zum Beispiel in Deutschland, die wir, wo wir hier in Deutschland aufgewachsen sind, die für uns schwierig sind, zum Beispiel in der Reihe stehen und keiner steht in der Reihe und keiner hält sich dran. Toiletten, ja, du hast es schon im Flugzeug gemerkt, die eine Toilette komplett kaputt, weil der einer 30 Kilogramm Toilettenpapier reinwirft. Das sind so Sachen, aber wir wissen, wir können die Leute verbessern und wir wissen, ja, es ist aus Unwissenheit. Seid barmherzig. Macht euch da keinen Kopf mit diesen Sachen. Dann die nächste Sache, die man lernt hier, ist eine ganz wichtige Eigenschaft des Gläubigen. Ohne die der Gläubige nicht schaffen kann. Ein Training für diese Eigenschaft. Guck mal, das sind alles hier, das ist alles Training für Dankbarkeit, Training für Barmherzigkeit. Du bist hier in einem Trainingslager. Jogi Löw, wenn er jetzt zur Fußballweltmeisterschaft fährt, die fahren vorher in ein Trainingslager und trainieren die Spielzüge durch. Ihr seid hier in einem Trainingslager fast 2 Wochen für euren Achlag. Ihr seid hier unter erhärteten Bedingungen, viele Menschen. Was sagte der Prophet a.s.w.? Derjenige, der sich mit den Menschen vermischt und ihren Schaden aushält, ist besser als derjenige, der sich nicht mit ihnen vermischt. Das heißt, der irgendwo im Gebirge lebt und einfach nur Allah dienen will. Aber der sich mit ihnen vermischt und ihre Sachen, ihre Fehler aushält, ist besser, sagt der Prophet sinngemäß. Das heißt, ihr seid hier, viele Menschen sind an einem Ort. Ihr seht ja, die Frauen haben bis jetzt noch nicht geschafft, zum Grab des Propheten zu gehen. Die haben bis jetzt noch nicht geschafft, der Rauda zu beten. Bis auf einer von euch hat es noch keiner geschafft, obwohl es wahrscheinlich schon viele versucht haben. Ja? Warum? Weil die Leute am Schieben sind. Aber ihr habt Achlag, ihr habt Benehmen. Am schwarzen Stein. Alle wollen an den schwarzen Stein. Manche sind am Schubsen und sind am Reißen. Das ist Haram. Und sind am Schlagen. Das ist Haram. Aber warum machen die das? Habt Barmherzigkeit mit ihnen. Sie wissen das nicht. Aber du kriegst einen größeren Lohn, inshallah. Warum? Weil du einen Achlag hast. Und wie der Prophet sagte, gehört das zu den Dingen, die am schwersten wiegen, am jüngsten Tag. Und das ist das, womit Allah den Propheten beschreibt. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Wahrlich, du hast wahrlich gewaltige Charaktereigenschaften. Ja. So. Dann, was hier eine besondere Sache ist, die wir hier besonders haben, weil ich habe gerade gesagt, so viele Menschen, ist, dass man Menschen kennenlernt. Und dieses Kennenlernen der Menschen ist etwas, was dich nicht arrogant machen soll, es soll dich bescheiden machen. Ich habe gerade gesagt, viele Leute sind unwissend über das Verhalten. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Vor einiger Zeit habe ich Umrah gemacht und da war ich im Hotel und das Hotel war voll mit einer Nation aus Südostasien. Alles Frauen, so klein, ja.
Und ich bin im Aufzug. Auf einmal kommen die alle rein. Und ich stehe wirklich so im Aufzug. Mit 30 kleinen Frauen im Aufzug. Und dann kommt meine Station, wo ich aussteigen will. Die Tür geht auf. Keiner geht raus. Ich denke, was willst du jetzt machen? Soll ich durch die wegschubsen? Die sind ja alle nur 40 Kilo schwer. Ja? Das ist jetzt nicht arrogant gemeint, 40 Kilo schwer. Das hat einfach deren körperliche Beschaffenheit. So, ich halte die Tür nochmal auf. So, ich halte die Tür nochmal auf. Geht keiner weg. Und jedes Mal, die Tür geht wieder zu, alle stehen vor mir, die ganze, ich stehe so, alle stehen vor mir und ich sage, hallo, ich möchte hier raus, bis ich dann am Ende da irgendwie rausgekommen bin. Aber warum ist das so? Wir haben das nicht gelernt. Ich erwähne das nicht, um mich über sie zu erheben. Denn eins sollt ihr wissen, wir, die sind vielleicht besser, näher bei Allah als wir. Die sind vielleicht zu Allah näher als wir.